Die Themen heute im Magazin: weiter Chaos in Wien wegen der Gaskonferenz und ein Lehrer holt mit einem Podcast seine Schüler vor den Vorhang. Willkommen zum Kurier-TV-Magazin. Aufgrund der Gaskonferenz spielt es sich in Wien derzeit ganz schön ab. Gegner der Konferenz legen immer wieder den Verkehr lahm. Die Polizei ist im Dauereinsatz. Heute Morgen gab es wieder umfangreiche Verzögerungen und Fridays for Future haben heute zum Gespräch über ihre Motive des Protests geladen. Von Greenpeace wurde heute ein Banner am Wiener Marriott Hotel entrollt. Darin findet die Gaskonferenz mit Politikern, Lobbyisten und Experten statt. Stopp mit diesen fossilen Verbrechen, denn genau das sind neue Investitionen in die Gasinfrastruktur. Während der Energiekrise wird jetzt oft argumentiert, wir brauchen Gas, wir brauchen mehr Infrastruktur für Gas, wir brauchen Flüssiggasterminals und weitere Projekte. Das ist aber fatal, denn wenn wir heute Milliarden in diese Projekte investieren, dann werden wir die auch in 70 Jahren noch benötigen, sonst rentieren sie sich ja nicht. Und deswegen müssen wir heute klar sagen, keine neuen Investments mehr in fossile Gasinfrastruktur, die uns auf einem fossilen Pfad einzementiert. Wir haben deswegen auch eine klare Forderung an die Regierenden. Wir brauchen jetzt einfach Gesetze, die klarstellen, EU-weit, da ist mit fossilem Gas ab 2035 Schluss. Auch in Österreich werde weiter in den klimaschädlichen Energieträger investiert. Die Politik solle nun endlich handeln. Unterdessen haben Don't Gas Africa, ATTAC und Fridays for Future zu einer gemeinsamen Pressekonferenz bezüglich der Gaskonferenz geladen. Energieversorgung ist gemacht, um unseren Bedürfnissen gerecht zu werden. Sie sollte uns Sicherheit geben, stattdessen bringt sie uns Gefahr. Right now, they put us in danger. Mein Land wurde vom weltgrößten Exporteur für Gas überfallen. Ich denke, es ist wichtig, die Energiekrise auch im Zusammenhang mit Frieden zu sehen. Es liegt an uns, die positive Erzählung der Industrie eines Ausbaus der Gasförderung in Frage zu stellen. Es geht um eine nachhaltige Zukunft. Wir müssen gemeinsam an der Demokratisierung der Energiepolitik arbeiten. Reduzierung des Verbrauchs, Stilllegung der Infrastruktur, ein Ende von kolonialistischen Energieprojekten. Das beinhaltet den Erlass von Schulden des globalen Südens. Das beinhaltet die Finanzierung von Klimagerechtigkeit statt fossiler Energie. Per Video wurde die deutsche Aktivistin Luisa Neubauer zugeschalten. Wir wollen sicherstellen, dass diese Industrien verstehen, dass wir dagegen sind, dass sie die neuen Krisen zu ihrem Vorteil nutzen und noch mehr Krisen für alle auslösen. Für heute Abend ist zu einer großen Demo am Wiener Stephansplatz aufgerufen worden. Noch bis morgen findet die Gaskonferenz in Wien statt. Die Energiepreise sinken, aber freuen Sie sich noch nicht zu früh. Michi Baumgartner mit einem Jahresvergleich. Ja, die Energiepreise sinken zumindest ein bisschen. Vor wenigen Tagen ist der Preis für das europäische Erdgas unter die 40-Euro-Marke pro Megawattstunde gefallen. Erstmals seit dem Sommer 2021. Und das merken wir auch in Österreich. Im Februar haben sich die Preise für Gas und auch Strom im Vergleich zum Jänner leicht entspannt. Im Schnitt kostet uns die Haushaltsenergie um 1,4% weniger. Also ein kleiner, aber positiver Trend. Trotzdem sind die Energiepreise nach wie vor sehr hoch. Im Vergleich zum Vorjahr haben wir im Februar für Strom und Gas über 30% mehr bezahlt. Im Vergleich zum Jahr 2021 sind unsere Energieabrechnungen sogar über 40% gestiegen. Diese noch immer hohen Energiepreise merken wir auch am niedrigen Verbrauch. Im Vergleich zu 2022 ist der Stromverbrauch um ca. 7% gesunken und es wird viel weniger geheizt. Beim Gas sind es sogar über minus 20%. Auch Wirtschaftsminister Martin Kocher meldet sich zu Wort. Er fordert im Hinblick auf die gesunkenen Energiegroßhandelspreise vor allem eines: Diese Preissenkungen müssen von den Energieanbietern auch wirklich an die Endkunden weitergegeben werden.
Der Frühling ist eigentlich eine wunderschöne Zeit. Draußen blüht alles und es duftet herrlich nach frischen Pflanzen. Aber die Pollenallergiker, die wissen da ein Lied zu singen, ein Lied des Leides nämlich. Und über die Pollenallergie spreche ich jetzt mit Dr. Markus Berger. Schön, dass Sie da sind, Herr Berger, freut mich. Grüß Gott, freut mich. Jetzt geht's los mit den Allergien. Pollenallergiker leiden am allerschlimmsten. Wann geht's denn so richtig los? Wann gibt's denn den richtigen Schub in puncto Pollen jetzt in der nächsten Zeit? Ja, also theoretisch ist ja schon Anfang des Jahres losgegangen. Kommt drauf an, auf was man allergisch reagiert. Für die Birkenpollenallergiker, ein großer Anteil der Allergiker in Österreich, beginnt es jetzt in den nächsten Tagen bis Wochen, je nachdem, wann die Temperaturen wieder steigen. Okay, gut zu wissen, weil ich leide da auch sehr darunter, unter den Birkenpollen. Aber was ist denn neben den Birken auch noch so, worauf am stärksten reagiert wird von Pollenallergikern? Gibt es da Unterschiede? Ja, also in Österreich reagieren die meisten statistisch gesehen auf die Gräserpollen. Die gehen dann Ende April, Anfang Mai direkt über nach den Birkenpollen, beginnen dann, solange es dann langsam wirklich wärmer wird. Dann gibt es noch die Ragweed-Pollen im Herbst, die Kräuter und natürlich die Frühblüher, Erle, Hasel. Also eigentlich haben wir das ganze Jahr zu tun. Wir haben das ganze Jahr zu tun, ja. Es geht mittlerweile schon teilweise auch schon im Dezember los mit der sogenannten Purpurerle, die in den Städten angepflanzt wird. So haben manche Allergiker wirklich von Dezember bis Oktober Beschwerden. Ganz gut ist ja diese App, die Pollenwarn-App, die haben Sie ja auch mitentwickelt. So also ist es. Die neue Version, da kann man immer nachschauen, was blüht gerade und wo ist die Pollenbelastung gerade am stärksten. Ich habe es am Wochenende gerade benutzt, dass ich nach Oberösterreich unterwegs war, um da nachzuschauen. Wie viele Leute in Österreich leiden denn generell an Pollenallergie? Lässt sich das statistisch feststellen? Ja, also es ist natürlich dann schwer zu sagen, wie viele es wirklich sind, weil es eine große Dunkelziffer gibt. Ja. Prinzipiell sagt man, dass circa ein Drittel der Erwachsenen sensibilisiert sind. Das bedeutet, man kann eine Allergie nachweisen, die reagieren aber nicht. Und circa die Hälfte der Kinder zeigen eine Sensibilisierung. Und davon dann circa noch mal ein Drittel, ein Viertel sind wirklich Allergiker. Und kann sich eine Allergie im Laufe des Lebens auch verändern oder kann die auch verschwinden? Geht beides, ja. Das sind zwei wichtige Aspekte. Einerseits bei den Kindern sieht man es häufiger, dass die über die Zeit wieder verschwinden. Kann auch im Erwachsenenalter noch passieren. Es kann allerdings auch sein, dass mehr Allergien dazukommen, wenn man nichts dagegen tut. Also wenn man denkt, man lässt das aussitzen, das wird schon wieder, ist eh nicht so schlimm und geht nicht zum Arzt, dann kann es auch dazu kommen, dass man mehr Allergien über die Zeit entwickelt und die Symptome immer stärker werden und gegebenenfalls auch Asthma entwickelt. Jetzt schauen wir mal auf die Therapieformen. Die verändern sich ja auch immer mehr, also da wird auch immer angeglichen etc. Was ist denn da jetzt so der letzte, neueste Schrei sozusagen? Ja, also da kann ich jetzt nicht mit den besten Nachrichten kommen. Es gibt jetzt noch nichts Revolutionäres Neues. Prinzipiell wird die Therapie in drei große Säulen aufgeteilt. Wir haben einerseits die Allergenkarenz, das ist unser Steckenpferd vom Pollenwarndienst. Das heißt, dem Ganzen aus dem Weg gehen, dann hat man auch keine Symptome. Zweiter Punkt ist die symptomatische Therapie, bedeutet Antihistaminika zum Beispiel, Sachen, die man schlucken oder träufeln kann, damit die Symptome weg sind. Das ändert aber nichts an der Allergie selber. Der dritte große Punkt ist die Immuntherapie. Das ist das Einzige, was man wirklich gegen die Allergie machen kann. Das kann man entweder sich spritzen lassen in einem regelmäßigen Abstand oder unter die Zunge legen. Das wird jetzt über die Zeit immer wieder, ich sag mal, modernisiert. Es wird versucht, entweder weniger Nebenwirkungen zu haben oder dass es besser wirkt. Aber jetzt Revolutionäres Neues gibt es nicht. Wie lange dauert denn so eine Immunisierung? Also wie lange muss ich da mich spritzen und auch wie lange hält es danach an? Es kommt drauf an. Es ist leider sehr unterschiedlich, wie die Leute darauf reagieren. Im Prinzip sagt man, beginnt auf jeden Fall vor der Saison, nicht während der Saison. Hat dann ein fixes Schema, dass man sich spritzen lässt. Und das muss man dann über 3 bis 5 Jahre machen. Okay, 3 bis 5 Jahre. Es ist halt ganz wichtig, dass man das wirklich durchzieht und das einhält, dieses Schema. Und dann kommt es bei vielen Leuten zu einer Besserung der Symptome. Bei manchen leider aber auch nicht. Okay, also das ist so hopp oder drop, mehr oder weniger. Also prinzipiell hilft es auf jeden Fall, aber es ist nicht für alle der gewünschte Effekt da. Aber man sollte es auf jeden Fall probieren, weil es eben das Einzige ist, das man gegen eine Allergie tun kann. Was kann ich denn jetzt schnell machen, wenn mir die Augen tränen oder auch die Nase läuft? So unmittelbar, außer also Schneuzen. Das schnell wirksamste sind eben dann Antihistaminika, Medikamente oder gegebenenfalls, sonst kann man auch sich normale Meersalz-Nasenspray verwenden, Meersalz-Augentropfen. Die können auch schon im akuten Fall helfen,
zusammen eben mit diesen symptomatischen Sachen. Okay, wunderbar. Herr Dr. Berger, dann sage ich Dankeschön, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Dankeschön. Dankeschön. Und wir schauen jetzt in ein Gymnasium in Wien, denn da gibt es was Nettes, und zwar einen Podcast eines Lehrers. Der nimmt sich Schülerinnen und Schüler als Gäste und die erzählen ihre ganz besondere Geschichte. Judith Tieber informiert. Nur drei Dinge, so heißt der Podcast, bei dem Deutschlehrer Christoph Heer seine Schülerinnen und Schüler bittet, Gegenstände mitzunehmen. Damit verknüpft erzählen sie von ihrem Leben und bewegenden Geschichten. Das allererste, was ich mitgenommen habe, war eine Box, die ich 2019 aus meiner, also ich war im Sommer 2019 in meiner Heimat wieder und habe ich diese Box gekauft. Der zweite Gegenstand war eine Serie. Es war, um mein Ich darzustellen, das gegenwärtige Ich zu meiner Zeit, wo ich den Podcast aufgenommen habe. Und es war eine Serie, die auf ersten Blick erst süß und nett einem so einen süßen, netten Eindruck gibt, aber in Wirklichkeit war sie nicht süß und nett, sondern eher dunkler. Sie nehmen alles Mögliche mit. Es können aber auch Zitate sein oder Lieder oder ein Gedanke oder ein Ort. Und diese Dinge sollen halt etwas repräsentieren oder für etwas stehen. Irgendwas in der Vergangenheit, dann ein Ding für die Zukunft und eines für die Gegenwart. Und ich habe dann gemerkt, je länger das Gespräch dauert, desto unwichtiger werden diese Dinge in Wirklichkeit. Und desto wichtiger werden dann eigentlich die Geschichten. Denn diese drei Dinge, die zuerst als Gesprächsöffner dienen sollen, entpuppen sich im Laufe des Dialogs zu einem wichtigen Schlüssel, um andere Seiten der jungen Menschen für die Hörerinnen und Hörer zu öffnen. Und gerade diese Geschichten machen den Podcast erst interessant. Die allererste Folge, die gedreht wurde, war über ein Mädchen aus Syrien. Ich komme auch aus Syrien. Und sie hat dann tatsächlich über ihre Reise gesprochen. Und das war halt dann komplett anders als das, was ich zum Beispiel gemacht habe. Eines der drei Gegenstände, die ich hatte, war, das erste war ein Haargummi, das mir geschenkt wurde von einer alten Freundin, die jetzt nicht mehr meine Freundin ist, wegen Konflikten, diversen Konflikten. Und das habe ich benutzt, um meine Vergangenheit darzustellen, weil ich habe auch die Klasse gewechselt. Ich war nicht immer in dieser Klasse, seit der 5. erst. Da war ich in einer anderen Form, wo es mir nicht so gut ging. Lehrer und Lehrerinnen begleiten ihre Klassen oft über 4 Jahre oder länger. Dabei entsteht auch eine gewisse Vertrauensbasis zueinander. Wenn man sich jetzt zum Beispiel unseren Podcast anhört, den von meinen Herrn Professoren, dann sind das alltägliche Dinge und das sind nicht wirklich wichtige Dinge. Aber für bestimmte Menschen kann sich das trotzdem wie eine Last anfühlen. Und man will das loswerden oder heraussprechen in die Welt. Aber man hat nicht wirklich die Chance und den Freunden will man es auch nicht erzählen, weil es einfach nicht passt. Weil man kann nicht einfach seine Lebensgeschichte einfach so spontan erzählen. Also ist dieser Podcast, finde ich, eine gute Idee, diese Last loszuwerden und einfach sich selbst in die Welt ein bisschen herauszubringen und zu lernen, wie man über sich erzählen will. Oft denke ich, dass er anders ist als die meisten Lehrer. Also die Themen, die er im Unterricht anspricht oder die Art, mit der er... Wir haben das eh gesehen, wenn ihm etwas nicht passt, dann sagt er das. Was ich... Also schätze besonders im Schulumfeld, weil es ist oft so, dass man über sowas nicht spricht. Und ich finde es interessant, dass er das doch tut. Christoph Heer ist vor allem wichtig, dass seine Klassen nicht nur auf die Herkunft reduziert werden. Ja, viele von diesen Schülerinnen haben Migrationshintergrund. Nicht mal alle übrigens. Aber viele in unserer Schule einfach. Und dadurch auch viele in meinem Podcast. Aber neben diesem Teil gibt es noch so viele andere Aspekte, die diese Schülerinnen und Schüler ausmachen, die überhaupt keinen Unterschied haben zu Schülern und Schülerinnen, die diesen Migrationshintergrund nicht haben. Und das ist auch Banan und Endrit wichtig, nicht nur in der Gegenwart, auch für ihre Zukunft. Ich finde, besonders eine junge Person machen sehr viele Dinge aus. Natürlich ist mir meine Herkunft, das ist ein großer Teil von mir und darüber habe ich auch viel erzählt. Aber ich kenne so viele Menschen, die mich wirklich jeden Tag inspirieren, Sachen zu tun, die auch einen Migrationshintergrund haben, aber es ist nicht alles an ihnen. Sie haben sehr viel erreicht und sehr vieles gemacht im Leben. Ganz genau.
Denn nicht die Herkunft zählt, sondern was jemand aus sich machen möchte. Banan möchte einmal Politikwissenschaften oder Medizin studieren. Endrit hat bereits berufliche Tendenzen, findet aber, dass sich Schülerinnen und Schüler viel zu früh für eine berufliche Laufbahn entscheiden müssen. Den Kunstplatz Linz stellen wir Ihnen heute Abend vor. Was tut sich in Sachen Kunst in der Landeshauptstadt in Oberösterreich? Wahre Kunst ab 20.15 Uhr bei uns. Oberösterreich und Linz haben sich als Kultur- und Kunstplätze etabliert. Doch wo nahm diese Entwicklung ihren Anfang? Man sagt immer von der Stahlstadt zur Kunststadt. Nach dem Krieg wurde ja bereits die Kunstschule gegründet und 1973 die Universität. Und Linz ist jetzt der Platz der digitalen Kunst. Durch die Ars Electronica ist halt Linz also wirklich so ein Weltschauplatz geworden. Linz Kulturhauptstadt Europas. Spätestens seitdem hat sich die Kunst- und Kulturszene nachhaltig verändert. Ja, Linz hat natürlich ziemlich aufgeholt in den letzten Jahren. Wir sind sehr glücklich, dass wir mit dem Ars Electronica Center, aber auch mit dem Lentos seit ungefähr 2003 eben ein sehr tolles internationales Museum auch in der oberösterreichischen Landeshauptstadt haben. Und das hat natürlich einen Boom bewirkt auch in der Szene, eine Internationalisierung, eine größere Aufmerksamkeit. Und was sich da sonst noch alles verändert hat, schauen Sie rein heute Abend in Wahre Kunst auf kurier.tv. Ungemütlich war der heutige Dienstag in Wien. Graupelschauer sehen wir hier in der Spittelau und auch in der Innenstadt war der Himmel heute bedeckt. Und so geht's weiter in Wien, Niederösterreich und im Burgenland. Auch morgen bleibt es weiter wechselhaft bei maximal 10 Grad, deutlich wärmer und auch freundlicher wird's dann am Donnerstag mit bis zu 18 Grad und ein paar Sonnenstrahlen gehen sich auch aus zwischendurch. Es bleibt aber weiter unbeständig. Morgen Mittwoch sind wir mit dabei, wenn der Prater in die neue Saison startet und wir machen ein Box-Workout. Machen Sie es gut, bis morgen.